Oh, perfekt. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe die angenehme Aufgabe für die Duckstage, ein wenig mich auszulassen über meine Lieblings-Linux-Distro. Anders als bei Jean ist das nicht Mint, Cinnamon oder XFC, sondern bei mir ist es tatsächlich das Produkt OpenSUSE. Ich mache OpenSUSE seit relativ langer Zeit und gestartet und begonnen habe ich vor langer, langer Zeit, Anfang der 90er. Und das zeigt auch schon so ein bisschen mein grauer Bart, den ich gerade bei YouTube sehe mit Zeitversatz. Ich bin schon lange dabei. Und damit man weiß, mit wem man es hier zu tun hat, ich habe hier mal so eine klitzekleine Präsentation gestartet und aufbereitet. Heute rein OpenSUSE 15.3 als Desktop. Um Gottes Willen, ich will jetzt keine Lanze brechen für jedermann und für jedermann im Desktop. Aber es ist für mich eine schöne Alternative und gleich auf der zweiten Folie wird man sehen, sehr ungewöhnlich, weil ich eigentlich als Microsoft-Trainer seit 30 Jahren mein Geld verdienen darf. Und ich bin 60 Jahre alt, also doch schon der älteren Generation angehörig. Ich habe 1994 mit der deutschen Linux-Distribution begonnen. Ich weiß noch wie heute, als ich dieses graue mit Umweltschutzpapier fotokopierte Liste rausgeholt habe und dann fiel mir so 72 schwarze Disketten in die Hand und ich habe davon sogar noch 8 Disketten, habe ich gestern Abend gesehen in der Schublade. Ich habe bloß keine Disketten mehr. Ne? Und das hat mich damals sehr begeistert. Es war auch noch eine Umgebung, die zu diesen Zeiten sehr unbedarft und auch sehr Command-Line-lastig gewesen ist, was im Prinzip ja nicht verkehrt ist. Aber was mich doch dann irgendwann davon abgehalten hat und ich den Weg in andere Projekte gesucht habe, damals waren diese Projekte gegönnt und geprägt von IBM, nämlich OS2. Und ich bin dann irgendwann wieder so mit OpenSUSE in Kontakt gekommen. Da war es so 7.2 oder so, war das glaube ich noch, mit Handbuch und so, also richtig schön gemacht. Ich habe mich halt dran gewöhnt. Das muss man ganz deutlich zu sagen. Ich versuche immer wieder mal ein anderes Distributionsprojekt mir anzuschauen, auch mich da irgendwie reinzufinden, weil es halt auch ja, unter anderem weiter verbreitet ist, wie beispielsweise Ubuntu oder auch Linux Mint. Ich habe dann hier noch so ein kleines Notebook laufen und dann gucke ich mir das ab und zu noch mal an. Ja, es laufen verschiedene Sachen besser oder anders, weil, das darf man nicht vergessen, OpenSUSE ist wirklich ein unfassbar mächtiges Distributionspaket, wo man, wenn man das erste Mal reinschaut und überlegt sich, was will ich jetzt mit 4000 oder 8000 Programmen, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich benutze, wenn ich es denn benutze, natürlich Standard Office Applications, Writer Impress Calc, auch wie hier, das jetzt mit Impress ausgeführt. Ich nutze nicht die KDE KMail-Umgebung. Das ist mir zu nicht so, ich finde es nicht so angenehm. Also es ist vielleicht auch so eine Gewöhnungssache, von wegen, wenn man so aus der Microsoft-Welt immer wieder mal hier reinkommt und dann stellt man fest, wow, sieht ja doch nicht wie Outlook aus. Thunderbird, ja, ne, unter Umständen. Ich benutze halt Evolution. Wenn ich es denn benutze, wir werden uns das gleich anschauen. Im Netzwerk kommt ja morgen sehr stark zum Tragen Windows-Netzwerke und Desktop.
Ja, SMB, manchmal NFS, weil dann auch Diskussionen kommen. Als freier Trainer hat man da doch erheblichen Diskussionsbedarf unter Umständen. Das ist immer wieder mal ein Thema. Networking-File-System oder Server-Message-Block, was ist schneller, was ist sicherer, was geht besser? Da kann man eine ellenlange Diskussion drüber führen und ich muss da immer mal dazwischen legen. Eingesetzte Standardsoftware könnte man ja machen. Weiter, Impress, Calc, GIMP, Evolution und das ein oder andere Tool, wie wir gleich noch feststellen werden. Leider habe ich vorhin das ja auch mitbekommen in einer Diskussion oder in der ersten Diskussionsrunde, Podiumsdiskussionsrunde, OpenOffice oder LibreOffice. Mein erstes Produkt war tatsächlich StarWriter, damals noch aus Hamburg, meines Wissens. Und ich habe damals ein ganz dickes Buch geschrieben, im Auftrag geschrieben, mit diesem StarWriter. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das noch MS-DOS-Basis. Und heute, wenn man sich heute diese Entwicklung anschaut und die Möglichkeiten, die hier zur Verfügung stehen und dann auch noch ich persönlich den direkten Vergleich immer wieder mal macht, auch so von dem Handling her zwischen den Produkten der weit verbreiteten Microsoft-Schiene und hier den Produkten, dann kann man schon sagen, also das nimmt sich doch alles nicht so sehr. Ne? Also man kann das doch auch alles benutzen, wenn man es denn benutzen möchte. Es gibt Unterschiede, klar. Ne? Niemand wird sinnvoll behaupten können, ich weiß es aber auch nicht genau, ob Anwendungen, die ich in Excel als eingebettete Software, als VBA-Tools oder Makros hinterlegt habe, die gehen halt nicht so ohne weiteres unter Calc. Aber man könnte sie ja vielleicht von Anfang an, wenn man wollte, unter Calc entwickeln. Warum überhaupt dieser Desktop 15.3? Was hat sich SUSE dabei gedacht? Und warum nutze ich das auch in dieser Form, Art und Weise? Dafür gibt es einen absoluten Hauptgrund. Und dieser Hauptgrund ist tatsächlich die Möglichkeit, zum Enterprise-Geschäft abzugraden. Das ist erstmalig hier mit OpenSUSE 15.3 möglich, denn das System basiert im weitestgehenden auf den Paketquellen vom SUSE Linux Enterprise. Und das ist sehr, sehr positiv. Ich habe da auf meinem Kanal schon einige Videos mal gemacht zum Testen. Das klappt sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man heute OpenSUSE einsetzt, um es vielleicht zu testen und dort einige Dinge auszuführen, dann kann man, wenn man in den professionellen, in den Support-Bereich will, ohne weiteres auch auf Enterprise umswitchen, um hier den Einsatz weiter fortzuführen. Das ist sehr, sehr positiv und ist eigentlich auch ein ziemliches Novum. Ich habe bewusst hier oben nochmal von wegen Desktop hingeschrieben. Das ist so ein bisschen mehr provokant gemeint. Ne? Linux, ne? München und Linux, das war ja nicht das Produkt auf dem Desktop. Es war mehr der Background, der, glaube ich, genau weiß ich es nicht, dazu geführt hat, dass es halt nicht funktioniert hat. Aber es gibt sehr, sehr gute Implementierungen. Die Stadt Wien beispielsweise, in Großbritannien die Polizei, die Verwaltung in Italien, fast alle die haben Open-Source-Produkte auf Linux-Basis im Einsatz. Die haben nur eins nicht gemacht. Die haben vorher nicht groß rumgetönt und haben nicht gesagt, hier, wir machen das jetzt, das ist alles ganz toll. Die haben einfach gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Wenn man gar keine andere Chance hat, sich da vielleicht Alternativen auszudenken, dann kommt es unter Umständen dazu. 8.0 war dann auch tatsächlich so mein Einstieg wieder. Und
war damals mit KDE. Ich liebe KDE. Ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Oberfläche ist. Vielleicht, weil es mich auch in manchen Situationen stark an Windows erinnert. Oder aber, weil es auch äußerst flexibel von mir zu nutzen ist. Und was sehr, sehr wichtig ist, mittlerweile können wir sehr, sehr viele Dinge außerhalb der Kommandozeile konfigurieren. Denn das ist ja auch viel, was dem Endanwender dann immer wieder, auch heute, nur 20, 30, 40 Jahre nach Erscheinen der ersten Umgebung, immer wieder gesagt wird, ach, da muss ich so viel Command Line machen und so. Ja, aber das musst du heute bei Windows auch, wenn du es richtig machen willst. Nur das wissen die wenigsten. Dualboot? Nee. Also Dualboot bin ich gar nicht dafür. Das hat auch nichts mit Windows zu tun. Das mache ich einfach nicht. Ich habe jetzt hier, das kann man sehen, wenn ich die Maus mal nach oben führe, ich habe hier das unter virtuelle Umgebung laufen, nämlich unter Microsoft Hyper-V, unter Windows 11. Und das läuft stabil, hervorragend, klappt spitzenmäßig. Warum habe ich hier das als Abschlussbild dieser kleinen Folienpräsentation mal genommen? Weil es gibt zwei Zweige für OpenSUSE. Linke Hand, der Tumbleweed, rechte Hand, OpenSUSE Leap. Das ist das, was ich hier gerade benutze. Der Tumbleweed, das ist so ein Rolling Thunder, also ein Rolling Release. Da gibt es jeden Tag quasi neue Updates. Das ist für die Produktion bedingt geeignet. Da kann man sicherlich sehr viel verkehrt machen, wie wir das gleich uns auch mal nochmal anschauen möchten. Warum nun von mir hier Let's Do It das Ganze mal angewendet? So sieht tatsächlich, bis vielleicht auf die Reminiszenz an Jean und alle Beteiligten, die Tuxtage 21 Logo in den Hintergrund gelegt. Ansonsten habe ich da immer ein Spielratz unter der Sonne, verschiedene Hintergrundbilder aktiv. Das ist Spielerei, weil ich es vielleicht von Windows so, ja, doch manchmal sehr stark nutzen, verwende und auch nutze. Ich habe hier vieles mal drauf installiert, was mir so ein bisschen bekannt ist. Nehmen wir mal so ganz erstaunliche Umgebungen, dem, wo man sich ja sagt, das kann doch alles gar nicht sein. Seit wann gibt es denn Microsoft Edge für Linux? War schon relativ lang. Und sehr interessant, es funktioniert. Also ja, es kostet einiges bisschen mehr an Speicher, das hat mich schon festgestellt. Es entspricht so ungefähr dem Chrome Chromium, wenn ich den starte. Aber es funktioniert und wie man sieht, auch die Synchronisation ist problemlos realisierbar. Abgekackt, respektive abgestürzt, bis dato nicht. Das heißt aber nichts. Ja, ich mache jetzt nicht so viel damit, wo es dann vielleicht dazu führt, dass es dann einen Absturz provoziert. Ich hatte es bis jetzt noch nicht. Das hat aber mit Sicherheit mehr was mit dem Kernel zu tun, als hier mit dem Edge-Implementierung. Aber sie funktioniert und ich bin weitestgehend damit zufrieden. Ich habe hier eine Netzwerkumgebung, die ein eigenes Xena-Netz hochfährt und dann noch einen Proxy-Server dazwischen geschaltet hat. Bedeutet aber auch, ab und an braucht man ihn ja mal, den Tor-Browser. Ich hatte den heute Morgen schon einmal gestartet, also deswegen war jetzt gerade die Connection relativ zügig. Wer letztendlich irgendwann mal sich damit beschäftigt. Das ist unwahrscheinlich leicht zu installieren. Funktioniert super, aber natürlich nicht über die Installationsumgebung, die
seit Jahr und Tag hier ja über die Konfigurationsumgebung eines Linux auf Basis OpenSUSE kommt. Und das ist wie immer Yast. Die einen verteufeln dieses Tool, weil es ihnen vielleicht zu viel bringt oder zu wenig bringt. Ich kann es manchmal nicht so beurteilen. In Schulungen, und ich mache sehr, sehr viele Schulungen, natürlich in Zeiten der Pandemie, nur noch oder quasi nur noch online. Ich persönlich finde, das ist aber völlig subjektiv, dass die Einstellungsmöglichkeiten, die hier zur Verfügung stehen, wirklich den Rahmen bilden für die meisten Anwender, um hier arbeiten zu können. Und wenn wir an die Ergänzung denken, Rancher beispielsweise von SUSE, da kann man das Ganze auch zentralisierter organisieren und kann es auch sehr, sehr schön fertig konfigurieren. Und eins möchten wir hier auf dieser Basis als Desktop ganz kurz nur mal betrachten. Deswegen habe ich es hier mal geöffnet, und zwar den Bereich Software installieren. Den Software Manager, den gibt es ja überall, nicht in dieser Form, aber ob ich jetzt Ubuntu nehme oder ob ich ein Debian nehme oder was auch immer, ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt. Hier läuft grundlegend Red Hat Packet Manager. Es wird mittlerweile durch Snappack, ne? Haut mich tot, ich weiß nicht ganz genau, ergänzt. Chrome gibt es, glaube ich, mittlerweile als Snappy. Also es ist schon sehr effektiv. Und da gleich jetzt hier, da entscheiden sich halt viele und sagen sich, um Gottes Willen, warum ist das alles auf einer einzigen Distribution? Da komme ich doch gar nicht durch. Da habe ich doch einfach nur viel zu viele Möglichkeiten und ich kriege die doch gar nicht mehr so richtig geregelt. Das sieht man hier so ein bisschen, ne, dass vieles von mir nicht installiert, weil ich das hier auch nicht gebrauchen kann. Man sieht es hier in der virtuellen Umgebung, ist der Ton letztendlich aus. Aber auch Büroprogramme, ich werde jetzt kein Apple Word, obwohl das gar nicht so schlecht ist, installieren. Oder den Exchange Connector habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil mit meinen hier lokal installierten Exchange Servern, weiß ich, gibt es ganz große Probleme. Ich habe hier ein 2019 laufen, lokal. Das, denke ich mal, wird nichts. Bei Grafiken, ne, auch hier ein riesiges Umfeld, was noch nachinstallierbar ist oder nachinstallierbar wäre, was ich aber hier vorbereitet habe. Spiele, ja, ne, also Steam-Kompatibilität, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, ist gegeben. Hier in der virtuellen Umgebung wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Mahjong kann ich nicht, Reversi, keine Ahnung, ich spiele wirklich selten das hier oben, diesen Frozen Bubble, den habe ich schon ein paar Mal probiert, der klappt ganz gut. Diese Personal Suite, wie gesagt, die benutze ich nicht. Contact Organizer. Bei mir kommt sehr viel immer zum Tragen. Das macht natürlich hier, weil das OpenSUSE ist keine reine Desktop-Umgebung. Das ist das komplette Paket. Und hier habe ich mal das komplette Dateiserver und so weiter mit installiert. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig. OpenSUSE bringt zusätzlich, wenn man will, einige proprietäre Pakete mit. Die muss man nicht installieren, um Gottes Willen, die kann man auch weglassen, dass man wirklich im reinen Open-Bereich, Open-Source-Bereich sich bewegt. Aber sie sind halt, wenn man will, zur Verfügung. Grundlegend muss man sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Diskussionen, beispielsweise um GCC. Der ist manchmal ein bisschen zu weit vorneweg, manchmal ein bisschen wirklich zu weit in bestimmten Teilbereichen im Vergleich mit Debian Stable oder so, ist doch hier ein langer, großer Schritt. Und der lange, große Schritt ist natürlich vergleichsmäßig auch zu sehen, wenn wir mal die zweite Umgebung, nämlich den Tumbleweed, uns anschauen. Ich habe den hier bei mir testweise mit laufen. Ich habe hier einiges an Servern zur Verfügung
Und da können wir ja mal kurz einen Blick hinwerfen. Ich habe da heute Morgen ein Update gefahren und wenn ich dann das richtige Kennwort eingeben würde, dann hätte ich auch hier freie Fahrt. Diese Umgebung, die ich hier nutze, ist ESXi 7, also oder 7.1, ist das alles nicht so problematisch. Und hier ist mein kleines Tumble. Und wenn man den sich mal anschaut, dann, ich melde mich mal ganz kurz an, um einen Vergleich zu haben. Auch hier wieder das verkehrte Passwort. Ja, so ist es, wenn man unterschiedliche Passwörter benutzt. Das ist der Tumble, also der zweite Zweig von OpenSUSE. Das ist quasi der Zweig, der sich permanent aktualisiert. Ich sage da immer ganz ketzerisch, das ist Running Thunder, also ein Running Release, der also permanent entsprechende Aufgaben und entsprechende Informationen bekommt. Und zum Testen für meine Umgebung sehr gut geeignet. Wir befinden uns hier weiterhin in OpenSUSE. Ich bin da mit dem Edge, das hatte ich heute Morgen vorbereitet, mal gerade draufgegangen und mache den mal zu. Default kann ich natürlich mit Chrome sehr gut arbeiten. Default ist für mich auch mein Evolution, ein sehr hilfreiches Instrument, wenn ich auch momentan Probleme habe bei meinem Proxy, aber diese Dinge funktionieren. Ich bin dafür sehr angetan, das funktioniert sehr zufriedenstellend. Es ist so ein bisschen, na, wenn man hier so guckt, so ein bisschen like Outlook. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, ne? Dass ich damit dann ein bisschen besser zurechtkomme als mit diesem ganzen Kamel-Umfeld. Wir gucken mal ganz kurz auf den Status der entsprechenden Umgebung. Da verklickse ich mich immer. Das sind die Einstellungen. System. So, und hier gucken wir mal, welchen Status wir momentan haben. Wir haben also hier aktuellen Kernel 5.3.18. Ich meine, der wäre aktuell, sehr aktuell sogar. Aber wir haben immer noch eine KDE Plasma 5.1.8. Das ist aktuell beim OpenSUSE Leap ist momentan 5.22. Die Unterschiede sind marginal. Ich habe ihm jetzt hier 2 Cores gegeben und 6 Gigabyte. Das ist natürlich relativ viel. Ich habe gerade mal im Chat so ein bisschen mitgelesen. Linux, ja, ich sage immer Linux, ne? Ich sage immer Lei, also mit II. Und ich sage nie Linux. Keine Ahnung, das habe ich mir so angewöhnt. Das ist vielleicht nicht wirklich eine gute Angewohnheit. Warum habe ich rechts unter der Ecke Wireshark laufen? Na, manchmal interessiert mich schon, was denn so passiert in diesem, meinem Netzwerk. Das ist halt die Möglichkeit, um wirklich im Netzwerk sinnvoll ein Trace laufen zu lassen. Da muss ich tatsächlich ein bisschen mit beschäftigen, aber es ist Bestandteil der Distribution und natürlich kann ich es entsprechend verwenden. Remina, oben auf dem Desktop liegend, ist meine Verbindung zu meinen Remote Desktop Hosts. Stichwort Vortrag morgen und das funktioniert, das werden wir morgen sehen, in dem kurzen Vortrag, dieses Produkt im Windows-Netzwerk zu betreiben, genauso der Zugriff auf SMB-Freigaben, die dann hier von meinem Ordner geleitet werden. Was haben wir noch zu sagen? Wir haben ja alles an Bord, was wir brauchen. Wir haben eine Bildbearbeitung an Bord. Und wir können diese Bildbearbeitung jederzeit verwenden. Das kann jeder sich denken, wer es ist. Ich als junger Mensch mal hier bearbeitet. Ich kann leider kein GIMP. Ich bin weder GIMP noch Adobe Photoshop Profi und bin also nicht in der Lage, mein Bild hier aufzuhübschen. Aber was gibt es bei diesem jungen Menschen auch schon aufzuhübschen? Das ist die Voransicht. Ich könnte natürlich auch entsprechend
mein Produkt so auswählen, dass ich das gerne mal mit GIMP öffne. Jetzt weiß auch jeder, wo mein Standort ist. Das ist der Kasseler Herkules. Ich sitze also hier im schönen Nordhessen und beglücke Sie mit dieser kleinen Demonstration für die Detox-Tage. Ich kann kein GIMP. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich habe auch noch keine Zeit gefunden, mir das in irgendeiner Form, Art und Weise beizubringen. Das lohnt sich sicherlich. Es ist kostenfrei, wenn ich sehe, dass ich mich im Adobe-Bereich in diese Cloud begeben muss und dort dann mit diesen ganzen Adobe-Werkzeugen arbeiten kann, wenn ich denn muss. Das ist eine andere Geschichte. Wir gucken mal ganz kurz nochmal auf die Darstellungsmöglichkeiten, die ja viele sagen, das würde so in dieser Form, Art und Weise nicht gehen, einschließlich der Möglichkeit, dass man vielleicht alte Präsentationen hier, gucken wir mal hier, das ist eine uralt PowerPoint-Präsentation, nicht von mir, sondern die ist tatsächlich aus dem Netzwerk irgendwo gestohlen, die benutze ich auch nicht, sondern ich nehme die einfach so als Beispiel, was denn so ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr alt, ist aus den 90ern, denke ich mal. Und das passt, das ist gut, das funktioniert, das wird übernommen. Und da es so ganz alt ist, kann man natürlich auch hier von außen gehen, dass diese Dinge funktionieren. Selbst mit neueren funktioniert das sehr gut. Mit neueren will ich sagen, vorhin war gerade die Diskussion, schick mir doch mal die PowerPoint-Präsentation oder schick mir doch mal das PowerPoint. Und da gab es dann die Äußerung, ja, schick mir doch mal die Präsentation, egal mit was sie gemacht ist. Das ist halt genau der Punkt, in dem wir natürlich im Desktop-Bereich, ich denke mal in den nächsten Jahren, vielleicht ein bisschen mehr jetzt erreichen, weil Windows 11 ja nun leider doch eine sehr hohe Hürde hardware-technischer Art bringt. Man sieht das ja in den Medien, dass dort doch sehr viel drüber diskutiert und auch geschrieben wird. Hier, dann nimm doch bitte dein altes PC-System oder dein altes Notebook und installiere dir doch als Ersatz statt Windows 11 eine Linux-Distribution deiner Wahl und nutze die doch entsprechend und dann kannst du es doch sinnvoll verwenden. Hier als Beispiel, ja, ich benutze die auch tatsächlich auch unterwegs und diese Dinge nehme ich mit, zeige sie, präsentiere sie, gehe drauf ein und verwende das gesamte Linux tatsächlich auch sehr oft als entsprechendes Arbeitsplatzsystem, weil why not? Warum sollte man das nicht tun? Ich finde es schade, manchmal schade, verdiene aber auch mein Geld damit. Ich verdiene mit Linux-Unterricht Geld. Das geht nämlich. Ja? Also man muss das nicht nur in diesen Open-Source-Gedanken sehen, sondern man muss ihn auch aus meiner Sicht sehen, als freiberuflicher Trainer kann man damit tatsächlich Geld verdienen. Was haben wir hier noch auf der Maschine drauf? Neben Evolution, Standard-Browser, sage ich mal wie Google Chrome oder hier ein bisschen sortiert, den Tor-Browser. Dann natürlich ein bisschen Kritzelei für Fotos. Mein Evolution-Postpaket, mein Remenia, KDevelop. Ja, ich bin kein Entwickler von KDE, um Gottes Willen, möchte ich mir gar nicht zumuten. Wäre sicherlich interessant, die Zeit habe ich nicht. Ein kleiner Taschenrechner, ein klitzekleiner Taschenrechner, der meine Funktionen genau die hat, die ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Und um ein Spiel mal zu haben, ein kleines Schachspiel. Ich habe kein Frozen Bubble installiert. Steht mir gar nicht zu. Ich möchte das eigentlich auch gar nicht nutzen. Nachteil darf ich nicht unterschlagen. Das Produkt ist, wenn man es installiert, wahnsinnig groß. Es ist mit Sicherheit mit 1,8 Gigabyte in der Grundinstallation, ohne diese ganzen Netzwerkgeschichten, unfassbar
riesig. Also im Vergleich zu anderen Distros wie Ubuntu, das konnte man ja im Download schon mit 2,1 Gigabyte und dann ist man beim Entpacken vielleicht so bei 1 Gig. Hier ist das Download bei 4,7 respektive 5,1 Gigabyte. Das ist schon richtig viel. Ein Vorteil, ButterFS ist als Standard-Dateisystem aufgebaut. Vorteil 2, Snapshots sind jederzeit machbar und Wiederherstellung. Im Laufe dieser Zeit, also seit Erscheinen von SUSE, OpenSUSE, Desktop 15.3 bis heute, ist das hier unter Hyper-V noch nie abgeflogen. Ich habe auch eine entsprechende Server-Variante installiert und diese Server-Variante, auch die ist stabil und diese benutze ich bei mir im Haus hier als Proxy-Server und da ist die Installation schnell abgehakt. Hier muss man eins ganz deutlich sagen, was auch bei vielen zu Diskussionen führt, innerhalb dieses Umfeldes OpenSUSE, das ist viel zu groß, das ist viel zu viel, das brauche ich alles nicht. Mag sein, ist sicherlich auch so. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, und ich habe mich dran gewöhnt, dann möchte man diesen Vorteil schon haben, aber die Installationszeit entspricht bei weitem nicht einem Ubuntu, einem Debian. Hier ist man selbst in dem Umfeld, in dem ich mich hier bewege, NVMe, SSDs, guter Speicherausbau, wenig Last, eine relativ, ja, eine 4 Jahre alte CPU. Da muss man schon sagen, 40 Minuten, da denkst du dir, das kann doch nicht sein. Und dann guckst du drauf, dann steht dann da 2172 Pakete werden installiert. Dann fragst du dich, hey, 2172 Pakete und dann Pakete natürlich, die gar nicht installiert werden, die du dir nachinstallieren musst, wie beispielsweise mein heißgeliebter Midnight Commander, die muss man dann nachinstallieren und das ist halt auch der Vorteil dieser Umgebung und diese Umgebung heißt nicht nur JAS, sondern es ist eine sehr gute Umgebung für das entsprechende Update-Verhalten oder aber auch Installationsverhalten. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann klappt das wunderbar. Das ist Cyper, damit datet man auf der Command-Line ab oder aber man installiert, wenn man ein Paket sucht aus den Quellen, ein entsprechendes Produkt, wenn man das möchte. Und das habe ich auch getan hier. Zum Abschluss, ja, ich habe hier so sehr, sehr viel getan, was vielleicht dem einen oder anderen ganz sauer aufstößt. Aber ich habe hier einen Mac M1, einen Linux Mint und ein entsprechendes Microsoft-Umfeld. Und dann klar, ne, ich brauche manchmal meine PowerShell. Die läuft gut, die läuft performant, die ergänzt die Bash. So lala, die Bash ist immer noch leistungsfähiger. Deswegen ja auch das Windows-Subsystem für Linux oder für Linux, um den entsprechenden nachzuschauen. Linux-Server sind alles seltsam. Ne? Stimmt. Gerade noch mal im Chat nachgelinst. Fragen hier gleich mal in den öffentlichen Chatbereich. Und ich persönlich komme mit diesem Linux-Desktop, Linux-Desktop, ne? Ich muss ja mich ein bisschen an den Chat halten. Ne? Linux sagt man nicht, man sagt Linux. Aber das ist okay, ich sage trotzdem weiter Linux. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Morgen, wer will, kommt noch mal mit dazu. Ich gehe da noch einen Schritt weiter, gehe dann natürlich in das Netzwerk, genannt Windows. Ich habe da einiges drauf vorbereitet. Hier sind meine Terminal-Server-Farm. Da sind meine Domain-Controller. Da ist zum Vergleich, nein, den lasse ich aus, ne, mein Windows 11. Mir geht es ja darum, dass wir hier diese Umgebung mit diesem System einfach mal dann auch nutzen.
Und damit möchte ich meinen Vortrag pünktlich wie die Maurer beenden und danke recht schön für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch bei den Tux-Tagen. Ich bin sicherlich noch eine Zeit lang online, um mir das Ganze anzuschauen und vielleicht noch im Chat mal nachzugucken. Dankeschön.